Zum Schluss noch diese kuriose Meldung aus Worms. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Zuvor waren Sanitäter eines Krankenhauses mit ihren Mitteln nicht weitergekommen. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur jetzt von Daniela. Was es alles gibt, David.